Spieltag 51 in der deutschen Eishockey-Liga. Platz 4 gegen Platz 2 oder ERC Ingolstadt gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Der Kapitän der Nürnberger nur auf der Tribüne, Silbermedaillengewinner Patrick Reimer, wieder mit Nackenbeschwerden. Hinein in die Partie. Ingolstadt in Blau, Nürnberg in Weiß und Überzahl Ingolstadt. Tim Stapleton und am langen Pfosten Thomas Greilinger. Sechste Spielminute, das 1:0 für Ingolstadt. 17. Saisontor für Thomas Greilinger, aufgelegt von Keustin und Stapleton. Die beiden späten Neuzugänge von Ingolstadt haben das Gesicht der Ingolstädter Mannschaft definitiv geprägt, aber vor allem zum Positiven verändert. Letzte Spielminute, wieder Überzahl, wieder Tor. Von der blauen Linie abgedrückt, Wille Keustinen, 14 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts, mit dem 2:0 für ihn das zweite DEL-Tor. Auch der Jubel von Keustinen ausgiebig, denn für Ingolstadt ging es in dieser Partie um die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale. Hinein in Abschnitt 2. Erste Minute. Fehler beim Konter von Nürnberg. Und dann Treutle kommt raus und irgendwie landet der Puck im Tor. Tim Stapleton mit dem 3:0 nach nur 56 Sekunden. Nürnberg monierte, falscher Wechsel. Aber Stapleton wohl nicht gesehen von Treutle, weil er direkt von der Bank sprang. Aber hier zu sehen, das war korrekt. Nur 5 Mann auf dem Eis. Nürnberg kalt erwischt. 33. Spielminute. Nürnberg immer wieder unter Druck gesetzt, zu Fehlern gezwungen. Laurin Braun fängt ab. Laurin Braun trifft. 4:0 Ingolstadt. Der gute Vorcheck hier von Schopper. Nürnbergs Stürmer alle schon aus dem Drittel hinaus. Dann keine Gegenwehr mehr. Und Braun bezwingt Treutle zum 4:0. Das sechste Tor für Laurin Braun in dieser Saison. Zum Schlussabschnitt bei Nürnberg dann Jenicke für Treutle im Tor. Aber auch der kassierte. 46. Spielminute. Brad Olsen erneut ein Tor in Überzahl. Und wieder der Assist von Tim Stapleton. Wunderbar auf die Kelle gespielt. Und Olsen fälscht nur noch ab. Es war eine Demonstration von Ingolstadt Stärke bis zu diesem Zeitpunkt, ehe sich Nürnberg entschied, doch noch etwas am Spiel teilzunehmen. Neuzugang Björkstrand fängt hier den Puck ab, schickt Yasin Elis und der mit dem 1:5 aus Nürnberger Sicht. Zu laissez-faire von Ingolstadt, der starke Björkstrand und Yasin Elis mit seinem 9. Saisontor über die Fanghand von Timo Pielmeier. Ingolstadt weiter im Vorwärtsgang, aber etwas zu offensiv orientiert. Nürnberg kam mit Leo Pföderl und plötzlich nur noch 2:5. 54. Spielminute. Aber nochmal genau hingeschaut. Die Bewegung von Pföderl exzellent, aber dann ist es Dustin Friesen, der den Tor am verdutzten Pielmeier vorbei ins eigene Tor schnalzt. Nürnberg bäumte sich noch einmal auf, aber den Schlusspunkt setzte Ingolstadt und setzte der Spieler des Spiels, nämlich Wille Keustinen mit dem 6:2, seinem 2. Tor und seinem 4. Scorerpunkt in diesem Spiel. Er damit erst der 3. Verteidiger in dieser DEL-Saison, dem ein 4-Punkte-Spiel gelingt. Wir haben ein bitteres Spiel, wir haben im ersten Drittel, glaube ich, gar nicht so verkehrt gespielt, haben da aber in Unterzahl die Tore bekommen. Und ich glaube, dass am Ende des Tages das dann ein bisschen ausschlaggebend war. Die Special Teams. Und am Ende des Tages haben wir dann nicht mehr zulegen können, um wirklich Gefahr vom Timo zu erzeugen. Und das war, glaube ich, das große Manko. This is time of the year. The game has to be on the right track. And one game left of the regular season and then it starts. So
a big win for us. Atmosphere is getting better, really good for us, and I'm really looking forward to what's coming up. Der fünfte Sieg in Folge für den ERC Ingolstadt hieft den Meister von 2014 direkt unter die Top 6 und damit auf direktem Weg hinein ins Viertelfinale. Nürnberg verspielt vor dem letzten Spieltag tatsächlich Platz 2.